Servus und herzlich willkommen zu einer neuen High-Five-Ausgabe bei den Easy Riders. Heute habe ich meine kleine Schwester mit am Start, die ist entführt worden und muss jetzt Interview führen. Wir sind hier mit Faye und Fennec, die als Vorband für Louis Hill heute im Ampere spielen und ja, wir freuen uns drauf. Das ist halt der Scheiß. Auftritt. 15 Minuten davor, was macht ihr normalerweise sonst so vorm Soundcheck? Also ich singe mich ein, habe ich immer. Habe ich auch heute schon gemacht, also keine Sorge. Und ja, so ein bisschen warm werden, ein bisschen sich mal konzentrieren. Luftboxen auch. Luftboxen. Immer gut. Immer gut. Ich bin die Eva. Er hat mich überredet, dass ich heute mit euch das Interview machen darf, weil ich euch so super geil fand. Ich wollte eigentlich nur zum Konzert kommen, aber jetzt darf ich auch so mit euch reden. Nice. Und bin so froh, dass ihr da seid. Wie ist es jetzt so auf Tour mit? Es ist wahnsinnig spannend, weil wir kommen ja total viel rum. Also man ist so jeden Tag in einer anderen Stadt, andere Leute. Ganz, ganz viele Eindrücke und wir sind auch als Gruppe total miteinander verwachsen. Das ist richtig lustig, wenn man sich nochmal ganz anders kennenlernt, wenn man auf Tour ist. Und Macken und Positives, alles. Ja. Wir haben eine kleine Familie, ne? Genau. Mhm. Da muss ich auch direkt einsteigen. Ihr habt ja jetzt ein wirklich toughes Programm gehabt, die letzten Wochen und Monate seit dem Release von Separate Together. Ja. Zum Albumtitel, nachdem es ja keinen Song auf dem Album gibt, der so heißt, kann man das als thematischen Überbau verstehen für dieses ganze, ja auch diese zwischenmenschlichen Themen von Distanz und Nähe und was alles dazu kommt. Ich meine, ihr seid ja sehr bildhaft in eurer Ausdrucksweise und auch in der Art, wie ihr Musik macht. Kann man das so sehen oder wo kommt der Titel her? Also das hast du schön aufgegriffen mit den Bildern. Mhm. Wir arbeiten, also ich arbeite sehr viel mit Bildern in Texten. Jan schafft das in seinen Melodien, einfach Bilder zu erzeugen bei einem durch diese ganzen ja, Rhythmen, Eindrücke, die man so, Empfindungen eigentlich, die dadurch entstehen. Und wir haben uns eigentlich so blöd gesagt am Ende zusammengesetzt und waren so, hey, was kann das eigentlich fassen? Also was ist eigentlich das Ding, so was unser Album beschreiben kann? Was ja super schwer ist, wenn man da irgendwie 12 Songs hat und doch dann Varianten drin sind. Natürlich gibt es auch noch andere Themen. Aber für uns war letzten Endes das Prägnanteste, was wir auch irgendwo als Mut, als Stimmung erzeugen wollen bei den Leuten. Dieses, dass überall auf der Welt man sein kann und trotzdem alle einen Spirit verbindet. Ja, da gibt es mir ein neues Stichwort. Und zwar schiebt man euch ja ganz gerne mal in die Surfer-Ecke und überhaupt in dieses ganze Fernweh-Reisefieber-Ding. Es passt auch, ich kann es absolut nachvollziehen, dass die Assoziation da ist. Aber ist das von euch intendiert oder kommt das dadurch, dass ihr vielleicht selber auch so ein bisschen in dieser Szene seid und selber gerne reist und dieses Fernweh selber habt? Entsteht das automatisch oder ist das wirklich gewollt, dass der Stil genau das auslöst? Bei eigentlich gar nicht. Also ich surfe gar nicht, ich bin ja eher der Snowboarder oder so, aber wir machen jetzt auch keine Snowboard-Musik oder sowas oder Tennismusik. Wenn es das überhaupt gibt, ja. Ne? Klar, aber wir reisen total gerne. Ne? Mhm. Und vor allem, ja, das ist so, die Songs entstehen auf Reisen und es ist ja auch voll schön, wenn du sagst, hey, mich bringt das irgendwie an einen anderen Ort. Das genau. Ist auch das, was wir machen wollen. Eben, das ist so der generelle Duktus, wenn man sich so ein paar Sachen über euch durchliest. Es kommt immer wieder das Wort Surfen mit rein, immer wieder das Wort Reisen. Und wie gesagt, das ist ja auch nachvollziehbar. Jetzt hat die Eva, glaube ich, noch eine Frage zu euren Anfängen. Ja, genau, ihr kommt ja aus Kassel, habe ich gehört. Mhm. Wie hat sich das so entwickelt, dass ihr zusammen ein Projekt gestartet habt und wie ist so die Musikszene überhaupt in Kassel? Also die Musikszene finde ich relativ überschaubar. Man weiß ziemlich genau, wer da so unterwegs ist und wer was macht. Trotzdem war es so, dass ich Jan eigentlich noch gar nicht kannte, auch nicht mit seinen Projekten, das, was er gemacht hat vorher. Und wir ganz banal eigentlich beim Feiern uns kennengelernt haben. Also wir waren so unterwegs und haben uns unterhalten und dann ist das entstanden. Ja. Und hat gleich Klick gemacht? Hat so, ja, weil wir einfach dann beide so gemerkt haben, es war irgendwie passend. Wir hatten beide so eine Phase, wo wir beide ein bisschen unzufrieden waren mit dem, was gerade so
musikalisch bei uns passiert ist in den eigenen Projekten und wir gedacht haben so, hey, ja, lass uns mal was machen. Und es war ein guter Zufall eigentlich. Das kann man so sagen. Ja. Stichwort, lass doch mal was machen, Louis Hill. Ihr habt dann auch durch eure gemeinsame Tour und euch das gleiche Label euch auch spontan überlegt, wir machen jetzt mal einen Song. Wir hatten es gerade mit ihm auch schon drüber, dass das im Prinzip so ein Ding war, dass er so eingesungen hat, mehr oder weniger ohne Text, und dann hast du was draus gebaut und so, ey, guck mal, voll geil, schau das mal an, und dann habt ihr einen Song draus gemacht. Ja. Dazu gibt es ein geiles Video, da hast du Regie geführt. Mhm. Louis hat es schon ein bisschen angeschnitten, jetzt gerne mal von dir. Was war die Idee und warum mit den Telefonen? Was war die Idee hinter dem ganzen Videoprojekt? Ja, also das Videoprojekt an sich kam im Laufe, so was passiert gerade bei den Leuten da draußen. Die alle gucken in ihre Smartphones. Ne? Das ist eigentlich auch diese Beziehung zwischen Faye und Louis in dem Track. Mhm. Ist ja auch so eigentlich kein klassisches Duett, sondern es ist eine Distanz auch dazwischen da, und die Leute da draußen, ja, verlieren sich in ihren Handys und in ihren Eskapaden und kommen auch wenig zu dem Punkt zu sagen, so, hey, was geht da eigentlich gerade noch ab? Genau. So, und Titel The Game. The Game, ja. Ja. Und ja, generell haben wir einfach ein Momentum, sind wir ein Momentum gefolgt. Wie gesagt, diese eine Spur war da, dann einen Text geschrieben, aufgemacht, das hat eine Woche gedauert, und dann haben wir schon das Skript gehabt und dann an einem Tag abgedreht am Wochenende. Geil. Und dann ja. Ja, stark. Ein Momentum einfach. Ja, wunderbar. Also jetzt seid ihr quasi wirklich kurz vor der Stage-Time, wir haben euch quasi entführt noch. Ihr habt das super gemacht. Ja, wunderbar, dass es noch geklappt hat. Euch viel Spaß, eine geile restliche Tour. Ihr habt ja noch ein bisschen was vor euch bis Ende Oktober, und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder in München. Ja, voll gerne. Ja, genau, das ist High Five. Ja, alles klar, over and out.